Willkommen zu SZ Nah, heute aus dem Kreiskranken Schrobenhausen, und bei mir ist der ärztliche Direktor des Hauses, Dr. Martin Schreiber. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. In einem Jahr, in dem auch für Sie wahrscheinlich nichts ist, wie es war. Wie läuft der normale Betrieb bei Ihnen zurzeit im Krankenhaus? Also von einem normalen Betrieb im klassischen Sinn können wir eigentlich das ganze Jahr über nicht sprechen. Begonnen hat ja alles, wie bekannt ist, im Frühjahr diesen Jahres, als relativ plötzlich doch für uns alle der Katastrophenfall in Bayern ausgerufen worden ist. Dadurch sind einschneidende Maßnahmen auch am Krankenhaus notwendig gewesen. Planbare Operationen wurden zurückgestellt, rehabilitative Tätigkeiten im Haus wurden eingestellt. Wir bereiteten uns auf die sogenannte erste Corona-Welle vor, hatten dann mit einer Vielzahl von Patienten zu tun, die Corona-infiziert waren, die auch krank waren, die auch auf der Intensivstation waren. Das Ganze, wie man es eben auch selber wahrscheinlich im Alltag erlebt hat, beruhigte sich dann in den Sommermonaten. Der Katastrophenfall wurde zurückgenommen. Die alltäglichen Strukturen im Krankenhaus haben sich langsam wieder etabliert, allerdings immer in einer Art Bereitschaftssituation, sodass wir vorbereitet gewesen wären, falls im Sommer etwas passiert sein sollte. Haben Sie denn in dieser Zeit im Sommer diese verschobenen Operationen teilweise wieder nachholen können? Ist da ein normaler Betrieb irgendwann wieder angelaufen? Da ist ein normaler Betrieb wieder angelaufen, allerdings die Fallzahlen verglichen zu 2019 oder zu 2018 wurden bisher nicht erreicht. Mhm. Stehen dann wirklich Räume leer oder sind nur in Vorhaltung, oder wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Es sind Teile der Stationen sind für Infektionspatienten vorbehalten worden. Wir haben allerdings durch geschickte Unterstützung unserer Haustechnik diese Teile sozusagen flexibel abgetrennt. Das heißt, wir hatten ganz banal eine flexible Wand, die wir auf der Station verschieben konnten, sodass man die Größe der Infektionsstation immer so anpassen konnte, dass man allgemeine Patienten gut versorgen konnte, aber jederzeit gerüstet war, um ein höheres Aufkommen an Infektionspatienten zu versorgen. Und jetzt haben wir den zweiten Lockdown, jetzt müssen Sie wieder mehr vorhalten, nehme ich an? Ja, also im Moment ist es sicher so, dass wir von den Patientenzahlen wieder auf dem Stand sind, wie wir es im Frühjahr diesen Jahres waren, zumindest was die Allgemeinstation betrifft. Auf der Intensivstation haben wir erfreulicherweise zurzeit keine Corona-Patienten, auch keine Patienten natürlich, die beatmet werden müssten. Allerdings auf der Allgemeinstation ist die Zahl der Patienten ungefähr so hoch wie im Frühjahr dieses Jahres. Es gibt ja im Moment ganz viele Verschwörungstheoretiker, die ganz düstere Geschichten darstellen. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand eine andere Krankheit hat? Es gibt ja auch noch andere Krankheiten als Corona. Nach wie vor, wenn man eine Krankheit hat, wird man dann ganz normal behandelt? Hat man eine Chance, bei Ihnen das zu bekommen, was man braucht? Selbstverständlich. Ich glaube, dafür werben ja auch alle medizinischen Fachgesellschaften und entsprechenden Verbindungen, dass man nicht den Fehler machen soll, dass man einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Tumorerkrankung, deren Symptome nicht oder aus Angst vor Corona völlig verleugnet, nicht behandeln lässt und dadurch sich in Gefahr bringt. Aus der Erfahrung heraus ist das ja leider in der ersten Corona-Welle passiert, aber selbstverständlich sind wir jederzeit in der Lage und tun dies auch, Patienten mit allgemeinen internistischen Erkrankungen, chirurgischen Erkrankungen vom Blinddarm bis hin zum Herzinfarkt zu behandeln. Wie läuft denn das in Sachen Fortbildung in so einem Landkrankenhaus? Hm. Man lernt täglich, fast täglich Neues. Es gibt neue wissenschaftliche Untersuchungen. Haben Sie da jeden Tag eine Konferenz, wo Sie sich updaten? Wie funktioniert das? Wir haben mehrere Konferenzen. Also auch das wiederum ist etwas, was wir in der ersten Corona-Welle gelernt haben, dass die Kommunikation, die entsprechende Informationsweitergabe in den Abteilungen extrem wichtig ist. Nicht nur zwischen den medizinischen Fachdisziplinen, sondern auch mit den Servicekolleginnen, mit den Leuten aus der Haustechnik, mit den Leuten aus der EDV, dass hier eben ein gleicher Wissensstand war. Der gleiche Wissensstand bietet immer den Vorteil, dass eben keine Verschwörungstheorien, Ängste oder in irgendeiner Form aberwitzige Hypothesen ins Kraut schießen, die dann die jetzt schon schwierige Situation noch komplizierter machen. Stand jetzt ist, dass wir aus Corona-spezifischen Gründen allein dreimal die Woche eine große Runde morgens
einberufen, in der sich alle Abteilungen des Hauses treffen, in der man den aktuellen Pandemie-Status diskutiert, die Vorgehensweisen, auch die Vorgehensweisen, die jeweils jetzt zum Beispiel in diesem Lockdown eben herrschen, wie man sich da gegenüber positioniert, wie man sich beispielsweise auch was Besucher angeht, aufstellt. Das wird jeden Morgen bzw. im Moment dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 7:30 bis 8 Uhr besprochen. Okay. Jetzt ist es so, dass sich in diesem ersten Dreivierteljahr im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen annähernd langsam 1% der Bevölkerung infiziert haben. Es ist also bekannt infiziert haben. Sie haben aber natürlich jetzt einige Verläufe gesehen. Haben Sie, nachdem Sie Leute gesehen hatten, die Corona hatten, haben Sie selber Angst davor, sich das Virus einzufangen? Nein, Angst nicht. Also ich denke, gerade hier im Krankenhaus gehen wir extrem professionell und sorgsam mit dieser Infektionskrankheit um. Wir sind auf gar keinen Fall in irgendeiner Form extrem entspannt oder in irgendeiner Form auch nur im Ansatz nachlässig, sondern ganz im Gegenteil. Wir passen uns den entsprechenden hygienischen Standards an, die überall gelten. Von daher glaube ich, sind wir hier im Krankenhaus als Personal, sei es medizinisches Personal, sei es Reinigungs-Service-Personal, sei es ärztliches Personal, sind wir extrem gesichert, sodass Angst in der Form überhaupt nicht herrscht. Also wir haben hier auch in diesem Raum eine Lüftung und das ist wahrscheinlich in den meisten medizinischen Räumen so, dass hier sowieso die Luft immer gereinigt wird. Okay. Bei den schlimmen Verläufen, die Sie gesehen haben, was haben Sie da erlebt? Haben Sie da große Not erlebt? Oder? Also es ist sicher so, dass da ein großer Dank ausgesprochen werden muss unseren Intensivpflegekräften, unseren intensivmedizinischen Kräften, die sich um diese schwerstkranken Patienten gekümmert haben. Das waren doch einige, die in der Zeit im Krankenhaus beatmet werden mussten, insbesondere, und das ist ein Phänomen auch dieser Erkrankung, die besonders lange beatmet werden mussten. Das heißt, wenn Sie normalerweise Patienten haben, die schwerst krank sind, beispielsweise im Rahmen einer Blutvergiftung oder eines Herzversagens, dann kommen Sie doch mit guter Prognose in 3, 4, 5 Tagen von der Beatmungsmaschine möglicherweise wieder weg. Bei den Corona-kranken Patienten haben wir oft wochenlange Verläufe erlebt, in denen die Patienten beatmungspflichtig, also an der Beatmungsmaschine waren. Das ist sowohl für den Patienten natürlich ein medizinisches und menschliches Drama, ist aber natürlich auch für die versorgenden Kolleginnen und Kollegen eine echte Herausforderung. Beatmen heißt ja eben auch, dass man im künstlichen Koma liegt. Ja. Und das ist, beatmen klingt immer erstmal ganz nett, da kriegt man ein bisschen Luft. Nein, das ist natürlich, man ist intubiert. Richtig. Das heißt, es ist eine große körperliche Belastung. Ist dieses Intubiertsein, ist das auch gefährlich? Oder? Das Intubiertsein an sich, es ist natürlich eine unnatürliche Form der Atmung. Das heißt, während Sie im normalen Bereich atmen, den entsprechenden Gasaustausch völlig unbewusst vollziehen, tut dies dann für Sie eine Maschine. Und diese Maschine kann nicht die natürliche Atmung simulieren, sondern sie gibt auf eine sehr mechanische, mit Druck unterstützte Form die Luft eben an den Patienten weiter. Und das ist nichts, was natürlich so in der menschlichen Physiologie vorgesehen ist. Von daher ist es natürlich eine Belastung, selbstverständlich. Okay. Jetzt ist es so, dass man immer hört, es wäre möglich, die Zahl der Intensivbetten, wenn das jetzt schlimmer werden würde, hochzufahren. Hätten Sie denn auch das Personal, weil das scheint ja anscheinend im Moment immer der Flaschenhals zu sein, das Personal, um diese Intensivbetten dann auch zu bedienen? Wie sieht das bei Ihnen aus? Das ist absolut richtig und auch das, wie gesagt, ist wird allen Teilen in den Krankenhäusern so formuliert und das ist auch in Schrobenhausen so. Die Zahl der Intensivbetten, das heißt die Zahl der Beatmungsbetten, ist deutlich höher als die Zahl der pflegenden bzw. medizinisch versorgenden Menschen, die diese Betten bzw. den Patienten, der dann dort liegt, auch versorgen könnten. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Patienten, die wir an der Beatmungsmaschine versorgen könnten, deutlich geringer ist durch die fehlende Pflege und die fehlende medizinische Unterstützung als die tatsächlich vorhandene Bettenzahl. Sie hatten bis jetzt aber tatsächlich noch keinen Engpass? Nein. Haben auch noch Reserven? Wir haben keinen Engpass im Moment, was die Personalversorgung aktuell angeht. Es ist allerdings, und das muss man sagen, es ist knapp geworden. Das heißt, nur durch die hohe Flexibilität aller Mitarbeiter, für die man sich immer nur wieder bedanken kann, ist es im Moment möglich, dass wir Infektionspatienten, Nicht-Infektionspatienten, schwerkranke Patienten und leichtere Patienten im Moment versorgen können. Aber man spürt deutlich, dass der Pflegemangel natürlich auch hier durchgeschlagen hat. Haben Sie genug Masken und solche Ausstattung ja. Und diese ganzen Sachen? Ja,
Da gibt es ein Problem. Ist gelöst. Das ist gelöst. Das ist im Vergleich zur ersten Welle im Frühjahr diesen Jahres deutlich anders. Da ist logistisch, organisatorisch deutlich besser vorgebaut. Jetzt steht der Winter bevor, die Leute werden noch mehr drinnen sein. Wie ist Ihre Prognose, Ihre Erwartung an das, was in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zukommt? Wird das Haus voller werden, nicht voller werden? Ja. Also wir gehen schon davon aus, dass die Zahl der Patienten mehr werden wird. Wie gesagt, auch das sieht man überall im Bundesgebiet. In den entsprechenden Nachrichten kann man das verfolgen. Das wird vor Schrobenhausen nicht sich Einhalt gebieten lassen. Die natürlichen Infektionskrankheiten, die im Herbst und Winter auftreten, insbesondere Erkrankungen des oberen und des unteren Respirationstraktes durch andere Viren, durch Bakterien, das wird sicher zunehmen und das wird natürlich die Versorgungssituation mit der sich jetzt entwickelnden Zahl von Corona-Patienten sicher kompliziert machen. Die anderen Geschichten gehen aber auch jetzt weiter. Sie können, also wer sich krank fühlt, kann auch weiterhin kommen, wer etwas anderes hat. Man muss noch unbedingt dafür werben. Wie gesagt, das haben ja auch die ganzen Fachgesellschaften jetzt zeigen können. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist auch international so gewesen, wenn man die Literatur dazu verfolgt hat. Man muss nur dringend raten, dass entsprechende Symptome, die auftreten oder auch entsprechenden Empfehlungen des Hausarztes, dass man denen Folge leisten sollte und sich auf jeden Fall entsprechend untersuchen lassen sollte, dass man auch entsprechende Vorsorgeuntersuchungen nicht schleifen lassen sollte, weil das letztendlich das ganz falsche Signal wäre in diesen Zeiten, wenn andere Erkrankungen zu spät erkannt und dann mit nur sehr schwerem Allgemeinzustand oder in sehr schweren Verläufen dann nur noch gesehen werden. Das wäre eine Katastrophe. Ein ganz anderes Thema. Ich muss, wenn ich schon einen Krankenhausarzt habe, wollte diese Frage immer schon mal loswerden. Schauen Sie nicht Dr. Haus oder sowas in der Art? Ich habe ab und zu Folgen von Dr. Haus gesehen, ja, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass an manchen Instituten es mittlerweile Vorlesungen gibt in diesem Stil, weil man damit Studenten natürlich durchaus ein bisschen motivieren kann, das Ganze auch als detektivische Herausforderung zu sehen. Ich persönlich bin eher ein Mensch der Generation etwas älterer amerikanischer Krankenhausserie. Meine Lieblingsserie war in den 90er Jahren Emergency Room mit dem damals noch unbekannten George Clooney, der zu großer Berühmtheit gekommen ist durch diese Serie. Nicht nur durch die Serie. Aber man schaut auch als Arzt bei sowas mal hin. Ja, natürlich. Natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Bei einem an sich sehr ernsten Thema, aber wir hoffen, wollen natürlich die gute Prognose und die gute Stimmung trotzdem nicht verlieren und die gut und positiv nach vorne schauen. Ja. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben und das war SZ Nah. Bis zum nächsten Mal. Danke, Wiederschauen.